Meine lieben Siegburgerinnen und Siegburger, sehr verehrte Gäste von fern und nah, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie ich überhaupt noch vor Freude strahlen kann. Und dann sagen etliche, wenn schönes Wetter sei, dann sei das Bürgermeisterwetter. Nein, das ist Siegburgerinnen und Siegburgerwetter. Herzlich willkommen allen hier auf dem Marktplatz. An den Uwe Schulz, den Zugführer und das Karnevalskomitee, ein Riesenkompliment für den Zug, den ihr organisiert habt und an dem so viele teilgenommen haben. Herzlichen Dank. Und wenn ich beim Dank bin, dann will ich den auch insgesamt an die erste Stelle rücken. Ich danke allen meinen Kolleginnen und Kollegen, 120 an der Zahl, die die ganze Woche vorbereitet haben. Und das Ganze stand unter einer großartigen Leitung von der Dr. Kaspari, der Silke Göldner und der Andrea Hermes, den drei Damen gebührt ein Riesenapplaus und ein herzliches Dankeschön. Hochwürdiger Herr Monsignore Axel Werner, sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Lisa Winkelmeier-Becker, liebe Lisa, sehr geehrter Herr Landrat, lieber Frithjof, herzlich willkommen. Das ist auch ein wenig Verabschiedungsparty für dich. Nimm es so mit hin. Meine sehr verehrten Gäste aus der Welt, die unsere Partnerstädte heute hier vertreten. Und ich will auch Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. 50 Jahre Partnerschaft mit Nogent-sur-Marne. Und da ist unser Freund Jacques Martin als Bürgermeister. Jacques, herzlich willkommen. Wir feiern 20 Jahre Partnerschaft mit Orestiada. Der Gründungsbürgermeister Varsamakis Varsamakidis ist da, mein Freund. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Seit 29 Jahren sind wir verschwistert mit Guarda in Portugal. Dr. Carlos Monteiro, herzlich willkommen. Wunderbar. Mit meinem Freund Piotr Roman bin ich in Schlesien auf so manchen Berg gegangen. Wir haben an Seen miteinander gesessen, die er zur Meditation braucht. Piotr Roman, der Bürgermeister von Boleslawies Bunzlau. Herzlich willkommen, Piotr. Ein Freundschaftsbürgermeister, keine Partnerschaft, aber ein Freundschaftsbürgermeister. Aus dem Havelland, genau genommen aus Brandenburg, Werder, Werner Grosse, herzlich willkommen. Und es ist großartig, kaum haben wir das Wachbataillon mit einem riesengroßen Zapfenstreich verabschiedet, schon ist unser Patenkind wieder da, Axel Domen, herzlich willkommen, gut, dass ihr da seid. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, vor allen Dingen liebe Kinder. Liebe Kinder, deswegen am Anfang, weil ihr diejenigen seid, die heute nur üben. Wenn Siegburg 1000 Jahre feiert und wir alle schon von oben nur noch im Geiste dabei sind, dann ist das euer Fest und ihr habt heute eine Übungssituation, so wie ich als 10-, 12-Jähriger, als damals Siegburg 900 Jahre feierte. Nehmt das also alle mit und bewahrt es in euren Gedanken. Es wird auch helfen. Im letzten Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, kam die Frage auf,
die sich für eine Stadt maximal alle 50 Jahre ergibt. Die Frage hieß, wie feiern wir denn eigentlich unseren Geburtstag? Allen war klar, es muss eine große Party werden. Aber wie gestaltet man so etwas? Im Geiste gingen wir, das sind meine geschätzten lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wesentlichen aus dem Kulturbereich, durch: Was ist uns denn eigentlich wichtig? Und die zweite Frage war: Was macht Siegburg aus? Die Antwort lag auf der Hand. Es sind Sie selbst. Es sind die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die Bürger, und das war denn der weitere Gedanke, die Bürgerinnen und Bürger und ihre Passionen. Das, wofür sie brennen, sich einsetzen, ihr bürgerschaftliches Engagement. Und dann war es nicht mehr weit. Wo findet dieses bürgerschaftliche Engagement statt? Natürlich in den Vereinen. Und dann war der Plan ganz schnell gefasst. Wir machen eine Vereinsparty. Die Vereine mögen in großer Zahl kommen, zeigen, was sie können, was sie ausmacht. Die Vereine sollen dicht an dicht zusammenstehen, so wie sonst auch. Viele Vereine und Organisationen, um im Bild zu bleiben, legen auch eine Wegstrecke gemeinsam zurück. Und das haben wir gerade auch gemacht. Ein Umzug zu Füßen von Annus Kloster, der dem Heiligen, wenn er heute auf uns herabsieht, die Lebendigkeit seiner Gründung vor Augen führt. Wir sind 950 Jahre alt, aber quietschfidel. Doch noch einmal zurück. Wir haben uns mit unserer Idee, ein gemeinsames Fest zu feiern, an die Vereine gewandt. Und dann kam eine überwältigende Resonanz. Zuerst riefen wenige, wir wollen dabei sein. Aber als die Lawine ins Rollen kam, dann meldeten sich immer mehr Vereine an. Und all das werden wir heute hier sehen. Das war ein Sog. Dazu, dass wir 950. Geburtstag in Siegburg feiern, stehen hier auf dem Markt. Und ich habe bisher nur begeisterte Menschen gehört, 150 weiße Pagodenzelten, in denen sich die Vereine darstellen. Das ist unser Siegburg. Wir bilden heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein multikulturelles Siegburg ab. Wir bilden ein Siegburg ab, in dem Platz ist für die verschiedensten Leidenschaften. Den Schießsport, den Motorsport und den Boxsport, die Musik, den Tanz, die Kunst. Sie alle, die heute teilnehmen, machen aus Siegburg ein kunterbuntes, sympathisches Gesamtwerk. Ich rate Ihnen allen, gehen Sie heute unbedingt jeder 8 Meilen. Das ist nicht zu weit. Die 8 Meilen sind quasi die Stadtteile unserer Pagodenzeltstadt. Hier trifft die Tradition den Tourismus, die Gesundheit den Sport, die Kunst den Karneval. Wir Siegburger zeigen mit einigem Stolz, dass Siegburg auch Lebensrettungsstandort ist. Lassen Sie sich überraschen. Wie beim Fliegen gilt auch heute in Siegburg der Slogan Miles and More. Mehr, das sind unsere 2 Bühnen und 6 Aktionsflächen, auf denen sich vor allen Dingen die Fans gleich verausgaben können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Siegburgerinnen und Siegburger, lassen Sie uns heute miteinander feiern und den Schwung hineinnehmen in die nächsten 50 Jahre, und möge der Schwung uns beseelen, Siegburg auch zum 1000. Geburtstag so quietschfidel, so lebendig als eine solche Mittwochstadt erleben zu lassen, wie wir das heute erleben. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie alle hier sind, dass wir miteinander feiern können. Seien Sie herzlich willkommen und jetzt
Viel Spaß beim Feiern. Herzlichen Dank.